Das Intro kennen wir ja schon. Aber naja. Ich dachte mir, wenn wir jetzt... Oh, verdammt, das Team Community macht das Ganze kaputt. Los, hau ab! Danke. Ja, und wir spielen erneut Devil May Cry. Allerdings kommt jetzt Virgils... Ja, das sagte ich bereits, aber danke trotzdem. Start oder Enter drücken. Okay, wir drücken einfach A, obwohl es da gar nicht stand. Wir spielen aber nicht die Hauptstory Devil May Cry, sondern wir spielen jetzt Virgils Downfall, oder wie es hier in Deutsch eben steht, Virgils Untergang. Und wir starten direkt durch, würde ich sagen. Ah ja, und da sieht man schon, es sieht ein klein wenig anders aus, etwas mehr blaulastig und nicht mehr so rotlastig. Und statt Rebellion sehen wir nun rechts Yamato, die Klinge von Virgil. Neues Spiel, Training Extras Opciones. Was haben wir denn da? Grafikanstellung. Ja, ja, das sollte ja eigentlich... Tut's mir leid. Aber wir wollen ja nicht übertreiben. Untertitel mache ich an, einfach nur... Zeige nur Einführung für Virgil. Ach, was, passt so. Falls jemand das, die Hauptstory hier nicht angeguckt hat, dann was soll's. Neues Spiel. Wir spielen natürlich weiter auf Teufelsjäger. Ja, natürlich. Ich zeige alle Einführungen oder nur die Einführungen, die sich auf die Fähigkeiten würde. Nein, wir nehmen alle. Sonneneruption und Atomar können große Gegner wie Tyrannen und Gefängniswärter in die Luft befördern. Das scheint nach der Hauptstory zu spielen. Das Grab der Mutter. Was ist aus uns geworden, Vater? Au! Dante betrog mich. Hier bleibt nichts mehr für mich. Treffen wir jetzt unseren Vater in der Unterwelt. Auf jeden Fall. Ein Heim. Warte. Mutter? Und wir sind wieder im Limbus, aber diesmal als Virgil. Und verwundet. Was ist das für ein Ort? Achso, ja, natürlich. Also er meint jetzt gerade, glaube ich, nicht den Limbus, sondern speziell das da vorne. So, und ich muss sagen, also das Intro gefällt mir schon recht gut. Also diese Zeichnung, die gab es ja bisher nicht. Nicht. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schauen uns hier ein wenig um. Und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig auf dieses DLC. Also ich freue mich jetzt nicht mehr drauf. Ich spiele es ja jetzt, aber ich bin gerade richtig froh drüber. Oh, danke für den Hinweis. Während des Sprungs. Knappe Sache. Aber wir haben es dennoch geschafft. Ah, okay. Diesen Schub können wir also auch als Virgil... Können wir auch einen Doppelsprung schon? Nein, natürlich nicht. Ach, guck mal, ein herzförmiger Stein. Also schon mit ganz viel Fantasie. Boah, Power of Fantasie aktivieren! Oh. Ich glaube, wir sind sauer. Und verwundet. Mein Amulett, es ist fort. Verräter. Was soll ich denn machen? Ach so. Aha, ich kann also das, also die Schlitzer-Kombo und nicht mehr der, die Hacker-Kombo. Ist ja eine tolle Kombo. So. Oh. Ach cool. Aber irgendwie das Treffen damit ist nicht so einfach. Aber die einfachen Stygia, die sollten wir natürlich trotzdem noch fertig machen können. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass das Schwert eine höhere Reichweite hat, als es eigentlich aussieht.
Naja. Noch haben wir nicht allzu viele Kombos. Ich schätze mal, wir werden auch noch einige freischalten. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das hier letztendlich geht. Und ja, wie schon am Ende der Hauptstory sagt, jetzt können, brauchen wir wohl keine Pistolen mehr, denn diese Fähigkeit haben wir schon am Ende der Hauptstory gesehen. Diese hier. Drücke in eine Richtung und dann RB oder LT. Ja, wissen wir doch schon. Ja, okay, ich habe ja auch gesagt, wir gucken uns das nochmal an, also brauche ich mich eigentlich gar nicht wundern, ne? Und Schwert. Naja, so beeindruckend sind die jetzt ja nicht, aber... Das war jetzt also die kleine Kampfeinführung für Virgil. Müssen wir hier nicht auch verlorene Seelen und so finden? Aha, hier gibt es also 4 Fragmente und eben noch verlorene Seelen. Das ist schon mal interessant. Hier müssen wir also andere Sachen suchen als in der Hauptstory. Also die verlorenen Seelen gab es da ja auch schon, aber Fragmente? Gib auf, Virgil! Nein! Schmerzhafte Erinnerungen sind da irgendwie ein bisschen zu wörtlich genommen. Ah, ich finde, wir sehen vom Gesicht her sehr... Hast du dich verlaufen? Also ganz im Allgemeinen sehen wir sehr stark Dante ähnlich, muss man einfach sagen. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich höre hier so eine verlorene Seele. Was kann auch im Allgemeinen am Limbus gerade... Ich habe nichts gesagt. Neuer Gegenstand, verlorene Seele. Eine im Limbus gefangene Seele. Befreie alle, um deine Mission, um deinen Missionsfortschritt zu erhöhen. Ja, also das ist genau so geblieben, wie es schon immer war. Fluch, Dante. Stirb, du kleiner Plage! Okay. Oh! Fragment 1. Ach, die findet man hier jetzt einfach so. Okay, Gesundheitsbruchstück. Sammle 4 Gesundheitsbruchstücke, um ein Gesundheitskreuz zu erhalten. Ist also ein klein wenig anders. Kannst du eine Plattform... Kannst du die Plattform heranteleportieren? Okay. Also sind es praktisch einfach etwas abgewandelte Elemente von der Hauptstory. Aber ich muss sagen, es ist gut gelungen. Ich meine, es wäre ein bisschen seltsam, wenn Virgil jetzt plötzlich auch den Dämonengreifarm hätte und sowas. Ne? Kann ich da auch rüber? Ich bin mir etwas unsicher, aber ich denke schon. Ja, natürlich. So, Bruchstück 2. Beziehungsweise Fragment 2. Das ist nämlich ein schönerer Begriff. Ganz einfach. Der hier ja auch angewendet wird. Also werde ich es auch weiterhin tun. Ich glaube, ich wäre da runtergefallen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Soll ich darüber springen? Ich bin mir unsicher. Offensichtlich schon. Na komm. Gut, nächste verlorene Seele. Wie wir sehen, wir haben offenbar schon die Hälfte vom Spiel durch. Nein. Ah, ich würde sagen, hier steckt doch großes Potenzial dahinter. Also da könnte man noch einiges machen. Interessant ist auch, dass er hier rote Schwerter wirft und hier blaue. Oder wenn man auch gar nicht zurückkommt, ein weißes. Das ist auch interessant. Gehen erstmal hier rüber. Kommen wir hier durch? Tatsache! Das hat mich ja schon im Hauptspiel ein bisschen geärgert, dass man als Dante überhaupt keine normalen Türen öffnen kann, aber als Virgil, der tritt die dann einfach ein. Das war dann schon recht interessant. Naja, egal. Wir gehen weiter. Wahrscheinlich kommt jetzt hier ein kleiner Kampf. Was? Ein Rabe? Oder eine Krähe? Sind Raben und Krähen eigentlich das gleiche? Ich glaube ja nicht, oder? Ein neuer Gegnertyp, ein Irrlicht! Hupala, das wollte ich eigentlich gar nicht, tut mir leid. Thank you.
Aha, okay, dem muss man also erst eine Klinge in die Brust rammen, um ihn dann angreifen zu können. Errungenschaft, siehe da, ein ungeladener Gast. Und da vorne ist auch hinter der nächsten Tür sozusagen, ist auch die erste Götterstatue in diesem DLC. Mit der wir uns dann hoffentlich ein paar schnieke Kombos für den lieben Herrn Virgil aussuchen können. Und ich sehe gerade sehr wenig, also es sind schon ein paar mehr Gegner, finde ich, als in das normale Spiel. Oh, Verbesserungspunkt erhalten. Ach, jetzt haben wir den ja auch erst. Ja, das kennen wir allerdings schon. Ich denke, das müssen wir wirklich nicht nochmal vorlesen. Und wir haben gerade den... Haben wir das Schwert nicht noch in der Scheide stecken? Ich glaube, wir haben ihn damit gerade umgebracht. Ah, okay, da um die Ecke. Kann ich dich damit treffen? Offensichtlich nicht. Okay. Fehlt ein bisschen gerade die Waffenauswahl, muss ich sagen. Das ist gerade so einseitig, sozusagen nur mit dem Schwert drauf zu holzen. Das passiert ja in der Hauptstory praktisch gar nicht, dass man wirklich nur diese eine Option hat, außer im ersten Level. Und da kommen sehr wenig Feinde, muss man einfach mal sagen. Verbesserungen und Gegenstände. Gesundheitskreuz für 500 können wir uns schon fast leisten. Was will man mehr? Verbesserungen. Fertigkeiten. Yamato. Schwertillusion. Ach so. Beschworene Schwerter. Aha. Okay, jetzt können wir das einfach schneller machen. Ich muss mir das gerade komplett durchlesen. In der Hauptstory war es ja so, dass dann sozusagen unten einfach kurz eine Änderung stand. Ach, ich kann ja auch immer hier mit wechseln. Ist ja interessant. Okay, das können wir alles schon. Gegnerschritt in der Luft bei einem Gegner. Das haben wir in der Hauptstory nie gemacht, weil ich es einfach unnötig finde. Naja. Yamato, Schlitzerstufe 2. Naja, muss nicht sein. Ach, das haben wir schon freigeschaltet. Ist ja interessant. Urteilsschnitt. Würde ich schon fast tendieren. Ja, komm, machen wir. Und zwar... Ich wusste gar nicht, dass wir diese Combo hier schon können. Unsere ehemalige Lieblingscombo. Das hier erinnert mich jetzt übrigens sehr stark an Devil May Cry 4. Denn das konnte man am Ende sozusagen auch, als man das Schwert von Dantes Bruder gefunden hat. Eben dieses, was wir gerade in der Hand haben. Allerdings war es da ein bisschen seltsam, also da wusste ich nie genau, wie das funktioniert. Also hier ist es ja relativ simpel. Virgil, mein Sohn. Du bist tot. Was? Was? Du bist hier gefangen. Wie ich. Doch du hast noch eine Chance. Kannst doch fliehen. Das Licht. Finde das Licht und verschwinde von hier. Ja, das möchte ich auch von meiner Mutter hören, wenn ich sie nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder höre. Sehen tun wir sie ja nicht. Dahinter ist doch noch... Wie kommen wir da hin? Aha. Und wie genau sollen wir da jetzt hochkommen? Einfach von hier hinspringen? Wohl kaum. Müssen wir noch weiter runter? Nein. Aber ich sehe auch keine Möglichkeit, mich da irgendwie hochzuziehen oder irgendwas in der Art. Hier etwa? Ich dachte, ich hätte es jetzt schon gefunden, aber das scheint noch ein bisschen anders zu sein. Wie sollen wir dort hoch? So eher nicht. Aber andererseits sehe ich doch keine andere Möglichkeit reinzukommen. Könnten wir... Knapp. Auf zwei Hinsichten. Also wir hätten es einerseits fast geschafft und andererseits wären wir fast runtergefallen. Aha! Ob das so gedacht war? Ach, das ist nur ein Lebensstern. Ich dachte, das wäre ein Kreuz. Sieht tatsächlich so aus, als wäre das die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen. Ja, schrei doch nicht so. Ich dachte schon, wir wären runtergefallen. Na gut, dann gucken wir hier nochmal hin. Und ja. Hier scheint nichts zu sein, also gehen wir einfach direkt weiter.
beziehungsweise na komm. Okay. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass wir da jetzt lang gehen, aber das stimmt nicht. Wir machen nämlich jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder mit Virgil hier auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem, ich weiß nicht, Dämonenparadies. Okay, bis dann. Schuss!